Moin Leute, willkommen zu einem neuen Unboxing auf German RC Playground. Ja, endlich mal wieder ein Unboxing und nicht ein Bash-Video, was mich Stunden meines Lebens gekostet hat oder irgendwelche sinnlosen Basteleien oder sowas. Nein, ein Unboxing. So, und zwar vom neuesten Gefährt aus dem Hause Basher oder der Untermarke BSR Racing. Und zwar das BT4 1:10 Touring Car. Ja. Es ist die Kit-Version. Zum Zeitpunkt dieses Videos ist auch die einzige Version dieses Autos, die dort erhältlich ist. Man kann hier sehen, es gibt eine Almost Ready to Run Version. Das erkennt man auch auf dem Rücken, unten an der Box, dass hier ein Bild von einem fertig aufgebauten Auto ist, wo auch auf die 80 Ampere und 17,5 Turns Motorregler-Kombo hingewiesen wird. Sogar auf ein extra Servo von denen, Row Profile, das TSD99X. Und hier auch die Beschreibung halt von allen ist. Deswegen gehe ich ganz stark davon aus, dass es dieses Auto demnächst auch als ein Almost Ready to Run Wagen geben wird. Ja, wir haben halt hier die Kit-Version. Das Besondere an der Kit-Version ist zum einen, dass Hobby King jetzt sogar angibt, dass hier ist ein Team C Auto. Steht auf der Seite Manufactured by Team C. Und wenn man sich bei Team C ein kleines bisschen auskennt, dann wird man ganz schnell wissen, dass halt der Topwagen von denen der TC10 ist. Sehr, sehr ähnlich zu X-Ray, wird immer gesagt. Hat auch halt goldene oder orangene Aluteile. Und die Einstiegsversion davon, ähnlich zu dem Einstiegsfahrzeug, was halt so ähnliche Klasse, was das Silver C letztens halt aufgebaut hat von Team Magic, hat halt Team C den TR10. So. Und das ist halt der TR10. Bin ich mir so zu 99% halt sicher. Weil, wenn der von Team C gebaut ist, muss er das ja sein. So, da das hier ein Bausatz ist. Also, erstmal, muss ich natürlich erwähnen, und ist ja wieder traurig. Das ist das Auto von Michi. Der wollte unbedingt wieder einen Tourenwagen haben. Ich gebe ja gerade meinen Drifting sozusagen auf. Und obwohl wir ja nicht so die Möglichkeit haben, den zu fahren, wollte er gerne einen haben, für den Fall der Fälle. Mochte er ganz gerne und natürlich kam ein neues Bash-Auto raus und ja, wir hängen jetzt immer noch hinterher und werden wahrscheinlich niemals alle haben, aber ja, wir mussten mal eben zuschlagen. Ja, kann leider nicht dabei sein beim Unboxing, familiäre Gründe, aber ja, wir werden es höchstwahrscheinlich, so ist der Plan, die nächsten Tage, wenn es passt, uns abends zusammen hinsetzen und das Ding in einem gemeinsamen Video halt aufbauen. So, das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ihr nur unser Gesabbel hört und gar nicht seht, was wir im Auto machen. Aber egal. Ja, werdet ihr jedenfalls sehen, was wir machen. Ich hoffe, das klappt alles so. Ja, jedenfalls wollte ich jetzt hier nicht langweilig die Tüten zeigen, die hier drin sind. Deswegen hole ich jetzt Stück für Stück mal die Sachen raus. Ich habe mir schon ein bisschen reingeluxt, um euch ein bisschen was zu erzählen. So, zum allerersten haben wir hier die Anleitung. In der Anleitung kann man das auch sehen, dass hier irgendwelche Sachen von der Funke erzählt werden. Vom Regler und so erstmal nicht. Naja, und dann haben wir halt hier normale Team C Qualität, die Anleitung. Sieht ganz so gut aus. Kann man nichts meckern. Hier ist aber ein Zettel dabei, wo ich jetzt dachte, ach ja, und hier Klebetape von 3M oder nicht 3M und eine riesige Antenne. Und zwar diese Seite hier, A Bag B. Und ja, wenn man hier mal kurz ein bisschen rumblättert, findet man hier eine Seite, wo was fehlt. Und die gehört da hundertprozentig hin. So, das haben sie halt, ist wohl ein Fehldruck, haben sie das dann dazu getan. Auch nicht schlecht. Ja, das war die Anleitung. Dann, besonders an diesem Kit, das hat man ja oft nicht. Es ist eine Tourenwagen-Karosserie dabei. Komplett mit Decals und alles. So, hier zum Scheiben abkleben. Decals. Auf Scheiben außen abkleben, alle vorgestanzt, kann man so schön rausnehmen mit dem Basher, Trilogy, Trackstar, Basher, BSR, was es alles gibt, die ganzen Decals. Und das hier ist die Karosserie, eine 190mm, hier hinten ist der Flügel, ja, fühlt sich gut an, gutes Lexan, denke ich mal. Nicht schlecht. Zu diesem Bereich hier kommen wir später nochmal im Unboxing, da werde ich noch was zu sagen. Da ist nämlich bei diesem Auto auch was bei, was man halt nicht so häufig sieht. So, ich nehme jetzt einfach mal nach der Reihenfolge, wie die Tüten mir hier kommen, das raus. Hier haben wir die Sachen vom Akkuhalter. Das ist die Teil des Akkuhalters. Der kommt hier hinter eine kleine Stange zwischen, die ist hier auch mit drin, wo halt dann der Kabelstrapse, beziehungsweise, Quatsch, Kabelstrapse, der Klettverschluss hier, wo man den halt dann, das steckt man hier durch.
Und so wie ich das gesehen habe, ist das so ein bisschen so aufgebaut, dass das Ding etwas in der Luft schwebt sozusagen. Und zwar kann man den Akku halt damit fixieren, aber nicht ganz festschrauben, festknallen auf der Chassisplatte. Das hat damit zu tun, dass das sich auch ein bisschen bewegen kann. Das nennt man ja Flex halt, ne? Also wie gesagt, ich bin kein Onroad-Profi, ein bisschen was weiß ich, ein bisschen was kann ich euch sagen, aber kann auch sein, dass ich mir vielleicht ein bisschen vertue. So, außer dass Silver Sea korrigiert mich hier unter dem Video, der hat eh keinen Plan, darauf wollt ihr gar nicht hören, ne? Schöne Grüße. Ja, was haben wir hier noch drin? Hier sieht man auch noch den Servohalter. Das ist auch halt, ja, den modern gehalten, sag ich mal. Das kennt man jetzt ja von allen Autos sozusagen, dass die einen Floating Servo Mount haben. Und zwar so. Das Teil ist meistens genau in der Mitte vom Chassis. Da kommt dann der Servo dran und einmal hier. Und das heißt, der Servo schwebt hier quasi in der Luft und berührt nicht die Chassisplatte. Das hat auch was mit Flex zu tun. Bei diesem ist aber noch dieses Aluminiumteil mit bei. Das kann man hier zwischen machen. Das geht dann wieder unter den Servo und lässt sich wieder auf Chassis schrauben. Das heißt, man kann den doch starr auf Chassis machen. Man hat zwei Möglichkeiten halt. Das ist wahrscheinlich dafür gedacht, um sich den Streckenverhältnis anzupassen. Und hier sieht man es schön. Multikulti-Laser wird jetzt lachen. Alles wieder in einzelne Tüten gepackt. M3 mal so, M3 mal so. Ne? Man hat jede einzelne Schraubengruppe in einer einzelnen Tüte. Das ist natürlich sehr lustig wieder. So, was haben wir hier? Hier haben wir die Bulkheads, die scheinen alle gleich zu sein. Ja, auch gut für Ersatzteile, denke ich mal. Oder? Ne, die sind alle gleich. Hier kann man auch hier schön das Raster sehen, wo man die Differentialspannung, Quatsch, wo man den Riemenspannung mit einstellt, indem man halt die Differenziale halt irgendwie ein bisschen ein paar Millimeter nach vorne oder nach hinten verschiebt. Durch sogenannte Exzenterhaltung, die sieht man halt hier. Zusammen mit dem Hauptzahnrad. Und so wie das hier aussieht, ist die Ähnlichkeit zu X-Ray unverkennbar, weil ich glaube, dass die X-Ray Zahnräder auch so eine Lochanordnung haben. Die vom Free Racing werden da halt nicht passen. Dann haben wir hier die Motorhalter. Ein Stück schwarzes Aluminium. Was sich mich ein bisschen jetzt stört und sowas, bei moderneren Autos hat man das, dass man nur noch hier unten so einen Streifen hat. Das heißt, der Motor ist nur noch an den untersten beiden Punkten angeschraubt. Das zieht das Gesamtgewicht natürlich noch wieder nach unten, den Schwerpunkt. Das hier ist eher noch eine alte Variante. So, und der Motorhalter, der wird einmal hier vorne an, einmal an so einem Teil angebracht. Das ist für eine Mitteldiff-Halterung, beziehungsweise die Halterung vom Hauptzahnrad, also von der Starks, wo das Hauptzahnrad drauf sitzt. Und diesen Plastikding, das heißt, der ist an zwei Punkten voneinander versetzt, ein bisschen angebracht, das kann auch noch ein bisschen halt für Flex sorgen. So, das ist bei höherpreisigen Autos noch viel ausgeklügelter, aber man kann das halt zumindest eine Tendenz erkennen. Hier noch Schrauben, die beiden Riemen. Riemen ist auch ganz interessant, dass wenn ihr mal so einen Riemen braucht, ich weiß, also viele kaufen sich die immer ganz teuer. Wenn wir nur Riemen gebraucht haben, sind wir einfach in ein Geschäft gegangen, was Riemen verkauft. Da kriegt ihr die alle unter 10 Euro, egal wie ihr das haben wollt. So, auch beste Qualität, nur mal so am Rande. Das hier sind halt die Teile halt, die oben auf die Bulkheads raufkommen und das Differential festhalten, wie die man die im Tourenwagenbereich nennt, keine Ahnung. Hier kann man sehen, das ist auch gezackt. Das bedeutet, man kann das Differential auch in der Höhe verschieben. Weil entweder stellt man die Spannung unten ein oder hier oben ein. So, das ist auch zum Beispiel ziemlich geil. Und dass das Ding ein Stück ist, habe ich so noch nie gesehen. Ich habe die immer einzeln gehabt. Hier kommen auch die Dämpferbrücken halt dran, die man auch hier sieht. Die sind nicht aus Carbon. Das ist halt auch nur Fiberglas, so wie es heißt, aber Carbonoptik halt. Du, für unsere Zwecke wird es reichen halt und von daher nicht schlecht. So, und das war die Tüte. Ich muss noch ein bisschen zusammenhalten, Leute, hier, sonst komme ich hier nicht gar nicht klar hinterher. So. Was haben wir hier in der Tüte? Oh ja, hier kommen die Dämpfer. Sehr schön, da sind komplette Aluminiumdämpfer mit bei. Also kein halbes Plastik oder so. Hier die ganzen kleinen Teile. Öl wird auch mitgeliefert, sehr schön. Darauf verzichten ja auch viele Baukästen, weil die sich sagen, die Wettbewerbsfahrer haben alles dabei. Das ist ja eher ein Einstiegschassis hier, deswegen packen sie das bei. 300er Viskosität. Dann haben wir hier halt die Federn, kann ich nichts zu sagen, fühlen sich ein bisschen hart an. Und einmal ein Gehäuse hier, sehr schönes Alu. Also Kappe schwarz, Randelmutter schwarz, Otten schwarz, das andere ist so Anthrazit, so dunkles Grau irgendwie. Und voll Alu, also qualitätsmäßig gar nicht mal schlecht, muss ich sagen. Sehr schön, braucht man da schon erstmal nichts mehr machen, denke ich mal. Weil mein Team C ist ja dafür bekannt, nicht nur Scheiße zu produzieren. Oder selten mal Scheiße zu produzieren, sagen wir es mal so. Hier haben wir die Querlenker. Sehen ein bisschen ähnlich aus zu X-Ray, muss ich allerdings auch sagen. Hier wieder Schrauben. Hier sieht man halt die Aufhängung der Querlenker. Alles komplette Stücke.
bin der Meinung, bei manchen Generationen von X-Ray war das so, bei manchen war es halt so, dass dass die jeweils in der Mitte sind, wie bei Osakura auch, halt jeweils nur ein, also zwei geteilt waren. Oder halt auch an den, wie das auch bei dem Team Magic ist, halt, dass die an den Bulkheads dran sind. Hier ist es halt so, weiß ich nicht, ist wohl okay, so denke ich mal halt, ne? Für unsere Zwecke, wie gesagt, wird es immer reichen. Für einen höherwertigen Pack, Parts Racer, wird es immer reichen, sag ich mal. Was haben wir hier? Hier sieht man die Lenkung. Eine normale Lenkung, wie man halt so kennt, mit zwei Lenkpunkten halt. Bei meinen älteren Autos war das halt auch noch so, dass die halt nur einen Lenkpunkt haben. Hier haben wir wieder diese zwei Punkte Lenkung, sag ich, nenne ich es einfach mal jetzt. Ganz okay. Hier die ganzen Spurstangen, dafür noch wieder lustig, die da reinzuschrauben. Ja, Kleinigkeiten, viele kleine Kugellager. So, Frontbumper haben wir hier, auch uninteressant, Schrauben. Hier kommen wir zu, das sind die Karosseriehalter. Und jetzt kommen wir dazu, was ich eben euch gesagt habe mit der Karosserie. Das hier sind Flügelsupports sozusagen. Die kommen auf die Karosseriehalter mit drauf für hinten und werden dann hier bei der Karosserie hier drunter mitlaufen. So, das ist dafür da, um den Flügel halt mehr Stabilität zu geben, wo er hinten drauf liegt. Ziemlich cool, dass sowas bei so einem, normalerweise kauft man sich das immer nach, aber finde ich ganz cool, dass sowas bei einem kleinen Einstiegstourenwagen beigepackt wird. So, alles wieder rein. So, diese Tüte hier, wir nennen natürlich Differentiale, beziehungsweise das Differential, das hier, ja. Was soll ich da großartig sagen? Kleines Differential, Polierräder dabei. Hier sieht man, genau, das ist die Starkste hier. Also die Starkste haben wir auch mit bei. Differential ist auch mit beigepackt, 5000er. Hier sieht man Dichtungen. Die Spider-Räder sind aus Kunststoff oder Composite-Material halt. Habe ich auch noch nie anders gesehen, wird wohl halten. Hier Schimms und sowas. Sind die Ausgänge, wie vom Differential, sind aus Metall. Die von der Stark sind aus Kunststoff. Gucken. Und wieder Schrauben und Kugellager. So, alles wieder rein in die Tüte. Kommen wir mal als nächstes zu der nächsten Besonderheit. Den meisten Kits liegen auch keine Reifen bei. Da wird sie auch gesagt, dass man die halt hat. Da wird so einmal hier normale Diskfelgen, die brauche ich nicht rausholen. Und die Reifen, ja, so, da kann ich auch nicht großartig was zu sagen, außer dass es halt ja Gummi ist. Es steht BSR dran, fühlen sich griffig an, also ja, ich kann es nicht einschätzen. Ich habe noch nicht gute Reifen in der Hand gehabt in diesem Bereich, halt, deswegen weiß ich das echt nicht. Haben sie irgendwie ein bisschen Schaumstoff reingekloppt hier, das sieht aus wie 0815 irgendwie. Ja, also weiß ich nicht, wir werden die fertig machen, die werden wahrscheinlich auch, wahrscheinlich werden wir da irgendwo mit stehen und sagen, boah, haben die einen geilen Grip. Und der Profi wird da wahrscheinlich nur müde lächelnd in der Ecke stehen. Ich kann es euch nicht sagen. So. Dann haben wir noch diese Tüte hier. Hier sieht man auch, was cool ist. Der hat komplett CVDs mit Blades. Vorne und hinten die gleichen. Keine Knochen hinten. Das ist auch schon mal auf jeden Fall was Nices, muss ich sagen halt. Das Kit hier, das habe ich am Anfang nicht gesagt. Das Kit kostet zurzeit 130 Euro, glaube ich. Und das ist für einen hochwertigen Einstiegstourenwagen eigentlich schon okay. Und dann kriegt man zumindest CVDs und sowas. Also zu Zeiten von Sakura Zero S war das noch nicht so. Na gut, ich kann mir nichts zu sagen, was jetzt noch irgendwie anders ist. Hier hat man halt die Lenkhebel. Oha, hier, da haben wir drei Punkte zum Aufschrauben. Zuletzt habe ich immer nur bei allen Autos nur zwei gesehen. Auch nicht schlecht. Ja, es ist hier Ablenkung. Hinten ganz normale Achsträger. Kugellager. Oh, die sind ohne Dichtung, Mick. Guck mal, die werden bestimmt sofort alle rosten. Und ja, hier. Die Halter von der Axtträger, von der C-Ups und vom Axtträger hinten. Hier sind noch ein paar Spurstangen. Ja, und Mitnehmer, aber die sind leider nur aus Kunststoff. Normale Kunststoffmitnehmer. Okay. Irgendwo kommt noch der Preis halt dann durch, ne? Rein da, ihr Sachen. So, jetzt kommen wir auch schon zum Ende. Dann kann ich auch das mal so lassen. Und zwar zur Chassisplatte und dem Topdeck. So, auch hier Carbon-Optik nur. Ich weiß nicht, dass das wirklich Carbon ist. Das soll halt nur Fiberglas sein. Ja, das Topdeck schön schmal gehalten. Ich habe es leider nicht so richtig erkannt, wie die Gesamthöhe von dem Auto ist. Moderne Tourenwagen sind ja immer sehr, sehr flach gehalten. Ich weiß, das wird wahrscheinlich auch nicht sehr hoch sein.
dieser Bereich ist auch dafür gedacht, um den Akku halt zurückzuhalten. Ja, Chassisplatte ist, ich glaube, 3 mm. Das können wir mal im Live überprüfen hier. 3 mm ist auch ein bisschen viel, glaube ich. So. Okay. Voll verschätzt. Ja. Flex ist ja nicht wirklich vorhanden. Also das ist auch, wie gesagt, es ist schön schmal. Das kann man halt sagen. Ne, je schmaler, die werden ja immer schmaler. Hier hat man halt die CNC gefräste Aussparung für den Motor. Hier ist noch ein kleines Loch, da wo mein Finger jetzt ist. Da. Da kannst du halt mal halt schön die Mahnschraube festziehen. Und ja, das war's dann auch schon. Das war das Unboxing. Hier ist nichts mehr drin, ne? Ja, wie gesagt, mich und ich werden jetzt so ein Video aufbauen. Wahrscheinlich so wie sonst auch immer, dass wir halt nochmal anfangen mit dem Video und dann euch halt durch bestimmte Bausteps halt führen und euch da zeigen, was wir gemacht haben, die einzelnen Schritte erklären und dann wieder unser Ding da machen. Und ja, das soll es gewesen sein. Ich will nicht noch länger langweilen. Ist schon lang genug geworden, wie ich sehe. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Das würde ich ein Vakuum ziehen drin, hinter der Blase sozusagen. Ja, dann habe ich die aufgemacht und siehe da, die haben sowas gar nicht drin. Ich werde mich noch ein bisschen schlauer machen über diese Funktion. Also ich kenne das so nicht.